Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zum großen Finale von Pokémon Günther, The Broken Story. Wie bereits gerade gesagt, wir stehen vor dem finalen Kampf gegen Missing No. Eigentlich wollte ich noch nicht in den Kampf rein, aber daher wird das heute auch die letzte Folge des Projekts. Wir sind im Team mit Chelast, Shiggy, Glumanda, Anton und eben Shinux unterwegs, auch wenn es storytechnisch keinen Sinn ergibt und eigentlich nur Shinux da sein dürfte. Ich finde es sowieso immer noch toll, weil in Günthers Story hieß es die ganze Zeit, oder allgemein in fast allen Stories hieß es, Günther ist der Schlüssel zum Sieg gegen Missing No. Jetzt ist der Kampf gegen Missing No, Günther ist nicht mal dabei. Scheiße, es ist ein unpassender Skin gegen Vogel. Glitch Missing No. Nur auf 10. Also ich hoffe jetzt, das wird überhaupt ein würdiger Endboss. Ansonsten wäre das schon halt ein bisschen kacke. Schade, Leute. Ich hab mich nicht beschwert! Willst du mich flachsen? Der Schild nimmt mich auseinander! Im Viereck! Chillas, sag mir bitte, du hast ein gutes Wutset. Der Typ flippt mich auseinander! Flipp! Ich hoffe halt, der Typ ist kein Flugtyp. Der letzte war ja auch nie sehr effektiv. Was? Du machst doch schon was gewinnen, Dammit! Wirklich? Shinux war komplett schwach gegen den offensichtlich. Shinux ist also der Also erst ist das ganze Spiel Günther, der Schlüssel zum Sieg. Dann ist es irgendwie Shinux, der Stringer. Und im Kampf ist es offensichtlich Chelast, weil Shinux gar nichts kann. Noch ein Hit und dann ist dieser überaus anspruchsvolle Endboss auch besiegt. Yo, klasse Finale. Anton kriegt noch ein Level. Jedenfalls bin ich mir sehr sicher, dass das das Finale ist. Außer Fragezeichen, man hat sich gedacht, ach komm, ich sage ihm das mal nicht. Das. Also irgendwann werde ich gleich ein Bild einfügen, weil Fragezeichen Man sagte, ich soll das. Ich habe halt keine Ahnung, wann genau. Ich werde schon merken, er meint, ich werde merken, wenn das Bild rein soll. Das werde ich dann nachträglich reinschneiden. Das kann nicht sein! Was passiert hier? Wo bin ich? Willkommen in Glitch City, der Heimat aller fehlerhaften Pokémon. Fehlerhafte Pokémon? Also so wie ich bin Fehler. Ja, wir leben nur durch einen Fehler, dabei wollten wir selber Pokémon sein. Jetzt sind sogar Menschen Pokémon. Wir fragen uns dann immer, wieso könnt ihr uns nicht akzeptieren, so wie wir sind? Wir wollen auch Pokémon sein. Warum lasst ihr uns nicht sein? Wir haben auch ein Recht auf Existenz, oder? Doch alle, das ist... Alles sind nur Wunschgedanken. Verschwinde, ich will dich nie wiedersehen. Du bist vollständig. Ich kann den Anblick für 30 Sekunden als eigentlich Missing No helfen. Er wollte auch nur ein Pokémon sein. Aber er ist zu gefährlich. Er hat die ganze Pokémon-Welt zerstören wollen. Nee, ich werde dir nach draußen helfen, damit du ein vollständiges Pokémon wirst. Hier gibt's keinen Weg raus, nur für dich. Oh, ich hab wieder übertragen, also ist Shinux da. Das bringt mich gerade zufällig auf eine Idee. Erinnere dich an meinen Namen, aber vergesse diesen Ort. Ich habe ihre Sicherheit versprochen, aber ich habe versagt. Was passiert hier? Hallo, ich bin am Aufnehmen, nicht reinkommen. Sorry, das ging gerade nicht anders. Was macht jetzt auf einmal die dunkle Macht hier? Endlich spürst du die Ungleiten, vernichte Shinux. Eintappen. Ja, Meister. Er greift schon wieder an.
Noch ein Kampf, dieses Mal als Schatten-Pokémon. Missingno. Von der dunklen Macht besessen offensichtlich. Ich muss mich heilen. Punkt. Shinux kriegt gleich einen Revive. Ich persönlich hätte ja auch einen Kampf gegen die dunkle Macht selber noch geil gefunden, ohne dass sie irgendwas einnimmt. So ein bisschen like Ende meiner zweiten Geschichte, wo sie mit dem reinen Element fusioniert ist und da ein krasser Baba-Wagen war, aber nicht krass genug. Bin ich eigentlich behindert? Ich hab seit einer halben Ewigkeit Psychokinese und hab's nicht beigebracht? Oder hab ich das? Nö! Ich bin doch autistisch! Sehr gut, dass mir das jetzt einfällt, vor dem offensichtlich allerletzten Bosskampf. Also diesmal wirklich der ganz dolle Letzte. Noch eine. Ansonsten wird er wahrscheinlich nicht die Chance haben, eine Attacke zu tanken. Ich werde trotzdem wieder mit ihm lieben. Nervt halt ein bisschen, dass die ganze Zeit hier das Missing No-Bild ist. Ihr werdet es bereuen, uns ignoriert zu haben. Schon wieder so ein Missing No. Dieses Mal aber als Schatten. Fünf! Aber aus irgendeinem Grund scheint es weniger Damage zu machen. Nee, Tackle ist nicht stärker. Es scheint zumindest ein bisschen weniger auf. Doch nicht Strafattack, dann ist scheiße. Fuck! Was ist denn hier auf einmal falsch gelaufen? Chillast, bitte sag mir, du kannst hier reißen. Das ist der finale Bosskampf. Da bin ich mir sicher. Fünf Pokémon. Das hier ist das Finale. Ist das jetzt fünfmal Missing No, oder? Weil wenn ja, bin ich absolut im Eimer. Vor allem habe ich keine Items, die mehr als 10 HP heilen. Uff. Wenn das fünf Missing No sind, habe ich keine Ahnung, wie ich den Kampf gewinnen soll. Am besten noch mit steigenden Leveln. Nee, Deist. Nur Level 5. Aber ich muss wirklich sagen, wenn es hier echt nur ein Missing No gibt, dann hätte ich das eigentlich gerne als letztes Pokémon gesehen. Und ist das ein Poison-Type? Das ist ein umdesigntes Gengar offensichtlich. Und das, die Musik passt null. Sorry, aber die Musik passt gerade null. Das ist kein Endboss. Ich habe kein Normal-Pokémon. Es ist halt belastend, dass Shinux raus ist schon. Und Chillast muss auch ausgewechselt werden. Gegenstoß. Macht nichts, das wollte ich nicht. Okay. Oh, bitte sag mir das letzte Ding, das eingesetzt wird, ist die dunkle Macht. Alter, ich hoffe das gerade so hart. Das wäre so geil. Das wäre so geil. Geist ist raus. Ja, das bringt gar nichts.
Scan 1. What the fuck? Oh, stimmt, Kacke, richtig scheiße, oh nein. Aber warte, bitte sag mir, du kannst Chillast mit One-Shotten. Nee, du kannst nie mit Chillast One-Shotten. Nie im Leben kannst du das. Also von dem Leben, die er jetzt hat, ausgesehen. Nie im Leben kannst du den töten. Und dann werd ich dir so die Leben rausschlürfen, das glaubst du gar nicht. Ah, das ist das Beste, was er hätte machen können. Aber ich treffe. Und gönn mir die HP so richtig. Okay, waren nicht so viele leider. Gibt's noch Skelett 2? Jedenfalls, wenn ich mal Skell heißt, Skelett. Sei ja auch so. Xeo. Jetzt müsste ich mich halt auskennen, mit wer auch immer das Ding herkommt. Ich würde einfach mal sagen, Anton, du hast noch nichts gemacht. Irgendwie wird Scheinux aber echt ziemlich schwach hier, nur Commander wird schwächer. Da ist natürlich die Psychokinese nicht gut. Aber Siedewasser ballert. Fick dich. Das wird ja wohl nicht töten. Pff. Ich dachte, es geht jetzt noch weiter, der Schaden. 3. Ich kratz dich kaputt. Quit. Richtig zerkratzt. Ich glaube, der Gegner hat noch 2 Pokémon. Wer kommt jetzt? Oder was? Skell 2. Ich wechsle wieder auf Scheinux. Wetten, jetzt ist es irgendwie ganz anderer Typ, Feuer oder so. Alter, wenn das jetzt ein Fire-Type ist, muss ich aber ganz dringend so weit los. So weit! Ein Flugtyp! Okay, aber trotzdem ist er absorberneutral und dealt Damage. Ja, okay, das ist gut für mich. Ein Pokémon hat der Gegner noch. Komm, dunkle Macht. Das fände ich richtig geil. Freie Zeichen, Mann. Wenn das jetzt Baum ist, dann werde ich herausfinden, wo du wohnst. Und ich werde deine Tür mit Klopapier einwickeln. Oh, das war's. Mal ernst, das erste Pokémon war das stärkste. Missingo hätte zuletzt kämpfen sollen. Oh, da unten war eine Statue. Ich dachte, hier wären keine. Was? Was ist gerade passiert? Du hast mich angegriffen, weil du von der dunklen Macht kontrolliert warst. Klar kontrolliert, ja, kann sein. Du hast mir trotzdem geholfen, zu mir selbst zu finden. Ey, ich werde den Schaden beheben. Alle Menschen wurden wieder lebendig. Jetzt mal einen Moment. Wie bist du reingekommen? Das ist nur eine zweite Sicherheitskopie von mir. Ich will dir ein Angebot machen. Angebot? Ja, ich erstelle dir eine Welt, wo alle Glitches friedlich miteinander leben können, wie Pokémon. Und du jetzt Scheiße raus. Warum willst du das für mich tun? Schließlich habe ich ja alle getötet. Ich will einen Kampf gegen die fucking dunkle Macht. Jeder Pixel Matschhaufen hat einen Platz in dieser Welt. Okay. Also du musst schon folgenden Satz sein, okay. An alle Pokémon da draußen, es tut mir leid, dass ich euch irgendwie... Ich bin auch, wenn ihr mal traut, als, ich konnte einfach nix, weil ich nie existieren sollte. Moin, ich bin's.
Okay, Günther, sagt einfach nur ein Wort. Gut gemacht, du hast mein Angebot bestätigt. Zum ersten Mal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Was ist das? Das nennt man Dankbarkeit, Opfer. Dann will ich euch allen sagen, danke Scheibs, Pilze macht schon alle anderen da auch. Daraufhin landet Missing Now in einer Kopie von einer Pokémon-Welt, die Pixelmatch erschaffen hat, die nur aus Glitch-Pokémon besteht. Okay, und das ist wohl der Ort, an dem ihr die Stelle, an der ihr jetzt ein Bild sehen werdet. Oder wisst ihr was? Hier, dieses Bild sollte ich noch einblenden. Jetzt verstehe ich auch den Sinn, Missing Now auf einer Insel zusammen mit verglitschten Pokémon. Währenddessen versucht Chimex ein Bild aus Glitch City herauszufinden. Hier sieht alles so gleich aus, wo bin ich nur? Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich werde langsam ohnmächtig. Ende. Also eigentlich ja nicht. Ich hasse immer diese Schattenwelle. Hier muss ich die Drecksarbeit machen. Kannst du mir nicht helfen, Marshadow? Chimex sitzt wach, aber er ist doch wach. Also irgendwie nicht. Meinst du es? Chimex hat uns gerettet und das darf doch nicht wahr sein. Hat er sich gerade bewegt? Ja, hab ich. Ist der Sportunterricht vorbei? Hä, Sport ist cool. Wenn du jetzt was gegen Sportunterricht damit sagen willst, Fragezeichen, dann muss ich ganz weit los. Chimex, du lebst. Deutsche, ich seh dich nie wieder. Moin. So fanden sich schließlich Chimex und Anton wieder. Ende. Nein, immer noch nicht. Mir kommt das bekannt vor. Ja, das ist das gleiche Licht, wie als du schon mal aus der Welt verschwunden bist. Bedeutet das, ich muss verschwinden? Aber anscheinend nicht nur du. Nagi, du auch? Alle müssen nach Hause. Es ist, um die Pokémon-Welt zu beschützen. Heißt das, wir sehen uns nie wieder? Nein, wir können doch sicher etwas später wiederkommen, oder? Nein, können wir nicht. Alle Verbindungen zur Pokémon-Welt wurden zerstört, deswegen gibt's keinen Rückweg. Ich wollte, Dingy, ich hab dich wiedergefunden und jetzt sollen wir schon wieder trennen. Hi. Zuerst wohl Abschied nehmen, Mike. Ich wünschte mir, es hätte ein bisschen länger gedauert. Nein, das ist kein Abschied, das ist ein Wiedersehen. Was? Meinst du, es gibt einen Weg zurück? Klar gibt's einen Weg zurück, es gibt immer einen Weg dahin zurück, wo man zu Hause ist. Man muss nur daran glauben. Du hast recht, wir sehen uns dann zu Hause. Auch wenn alles unmöglich erscheint, was Marc sagt, freue ich mich schon, dich wiederzusehen, Anton. Das hat doch keinen Sinn. Magi, wenn ihr wieder zurück seid, müsst ihr mir unbedingt alles erzählen. Was ist eigentlich mit Günther? Günther muss doch dann logischerweise auch zurück, oder nicht? Das ergibt so ja überhaupt keinen Sinn. Mach ich. Wir sehen uns. Leute, war eine Ehre mit euch zu arbeiten. Ich freue mich schon drauf, wenn wir es wiederholen. Ich auch. Und er trinkt mich währenddessen. Hä? Keine Sorge, ich weiß jetzt, dass ich gut schwimmen kann. Denn wir werden noch auf viele Geheimnisse und Rätsel stoßen. Da bin ich mir sicher. Lass mich nicht mehr in den Pan flammen. Und machst du dich zu bequem zu Hause? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, ich auch. Ich nehme irgendwas mit. Auch wenn das irgendwie... Ja, freue mich halt wiederzusehen, ne? Das bleibt mir gefallen. Warum sind eigentlich immer alle so glücklich? Wissen sie nicht, dass es kein Zurück gibt? Das, was du gerade siehst, nennt man Hoffnung. Das war seine Erinnerung zurück. Ja. Was musst du da bedenken? Schließlich hättest du nicht durch alle Dimensionen gesprungen, hätte ich niemals meine Erinnerung zurückbekommen. Es freut mich zu hören. Freust du dich etwa, Gengar? Nee. Meinetwegen. Xatu, warum hast du mich eigentlich herbestellt? Ich sehe eine Gefahr ist und verzug doch nicht genau, was diese Gefahr ist. Eine Gefahr
Oh Gott. Das klingt halt echt genau wie ich in der Schule, wenn jemand sowas sagt. So richtig unter dem Motto: Ein Gefahr. Willst du mich jetzt? Ja, sie kommen aus der Welt, doch nicht. Hä? Um dieser Gefahr zu stoppen, muss ich dich um eine Reise in die verschiedenen Orte, die nicht von dieser Welt sind. Find heraus, was uns bedroht. Warum? Ah! Um deine Erinnerung wiederherzustellen. Okay. Vergiss aber nicht, du darfst dich nicht zu sehr einmischen. So durchstreifte ich viele verschiedene Welten. Zum Beispiel lernte ich das Team Flinke Freunde kennen. Es war böse, weil sonst Missing No bemerkte, dass ich rumschnüffel. Überraschenderweise gab es mich nur einmal in keiner Welt, gab es ein zweites Gänger, bis auf eine. Und zwar die Welt von Jaggerold. Ich machte mich nach kurzem Aufenthalt weiter, denn wie sich rausstellt, mögen die Leute ja keine Degendas. Ich landete in einer Welt, wo ich Hassgesorgt traf. Ich wusste nicht wieso, aber ich erzählte ihr von der kommenden Gefahr und ich hätte mir selbst nicht mehr geglaubt. Vergiss das. Jetzt ist es sie, gerade eben was er, entscheid dich mal. Es hat sowas befürchtet, weil in ihrer Welt in seiner Welt eigenartige Dinge passiert sind. Zum Beispiel Pokémon können ihr Haus nicht mehr verlassen. Daraufhin hat sie mich in der Welt mit Hallo, geil Leben geschickt. Das erzählt mir, dass die Erinnerung von Gardevoir wieder erlangt werden kann. Lass mich leben, geil! Und wenn man dort mal die Pokémon Mystery Dungeon Rewrite Story. Hinterfragt's mich! Schließlich habe ich sie gefunden und muss noch in meine Welt zurückkehren. Aber als ich zurück war, fand ich mich hier in der Welt von Günther wieder mit meinen Teamkameraden. Halt den Enten, die waren Enten! Wir müssen helfen! Was war das? Tut mir leid, wir können das Kind noch nicht zurückbringen. Vielen Dank, dass ich es versucht habe. Du bleibst jetzt im Haus! Nee! Die sind blöd! Ich kann nicht mehr. Er ist also da, den Neid hört sich hoch und heraus. Bitte, ich vermisse meinen Sohn. Hey, warum ist es manchmal Smeppo, manchmal Papi, na da ich rette dich. Hilfe, Geist! Verdammt, ich wurde wieder busy. Da bist du ja, Wampe. Tausend Dank, Raubi. Raubi? Ja. Für was hat man seine Geschäftsbeziehung? Nein, Onkel, der ist nie mir, muhahaha. Willst du mich verarschen? What the fuck? Nachdem Raupel gerettet war, suchte die Enten und landete wieder beim Missing No. Und dann waren wir hier. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich froh, Hauptsache Raupi. Warum jetzt Raupi? Ich glaube, ich verstehe, was sie überhaupt wiederkommen zu können. Ich freue mich, euch beiden Freaks dann wieder zu besuchen. Ich freue mich auf deine Rückkehr, Freak. So könnten alle Menschen zurück in ihre Welt, auch wenn kein Schwein von Günther redet. Anton hat sich bei Papinella entschuldigt, dass sie ihren Sohn entführt hat und der falschen Mutter gab. Was? Hab ich was verpasst? Alle genossen das Leben wieder friedlich zusammen. In der echten Welt stellt sich eine entscheidende Frage. Warum sind alle Welten noch immer verbunden? Nur die Menschenwelt ist getrennt von der Pokémon-Welt. Weil wir zurückkommen werden. Ihr habt es alle zurückgeschafft. In der echten Welt wurde ordentlich gefeiert. Ende. Fragezeichen. Wieso sind wir wieder hier? Wir hatten alles vernünftig gemacht, was ich geliebt habe. Welchen davon stelle ich jetzt da? Keiner davon sieht aus wie ich. Hä? Junge, jetzt macht mein Sohn niemals auf und das ist eure Schuld. Du hast alles für deinen Sohn gemacht. Ich verstehe immer noch nichts. Wenn die Pokémon-Welt zerstören, das wäre nicht dein Weg gewesen. Das ist irgendwie kacke. Das ist meine einzige Option. Oder ihm hat keine Pokémon, die mein Sohn gegeben. Da bin ich mal ohr. Die Pokémon behalten mein erstes Gehirn, da hat meines Sohnes, aber damit er aufwachen kann, muss ich die Daten zerstören. Aber jetzt haben wir Weltnerschaften, ohne es zu wissen. Wir erfüllen das dann später, als wir in der Zeitung lassen, dass immer mehr Menschen verstehen. Naja, ich könnte es glauben, aber da haben wir ein Virus entdeckt.
Und das fährt dann direkt die Schuldmittel nach. Wir dachten, wir könnten den Virus entfernen und alles schön wieder gut machen, indem Leute wie Fragezeichen mal aufsammelten. Doch die Welt war schon zu viele Leute. Wir haben da einfach vielleicht, ja, 5000 Stromstöße. Und er lebt immer noch, obwohl er tot war. Er hat sogar Weg zu dir gefunden. Aber war natürlich erst das alles, das wisst ihr immer, das schon. Und deswegen habt ihr alles ruiniert, ich hab voll die Chance. Warum bin ich jetzt wieder normale Scheine? Wer ist hier wer? Was passiert hier? Warum kann ich nicht mit euch reden? Ich will jetzt wissen, wer wer ist. Jetzt mal ernst, Fragezeichen, man. Ich will jetzt wissen, wer von denen Günther ist. Weil wenn Günther hier nicht dabei ist, dann kommt hier jetzt noch ein finaler Bosskampf, der absolut keinen Sinn ergibt. Und ich habe jetzt immer noch mein Team aus der Pokémon-Welt. Und wenn wir jetzt irgendwie gewinnen, können wir zurück, oder was? Franz! Franz! Einfach nur Franz! What the fuck bist du? Leute, wir bekämpfen jetzt den einzig wahren Franz. Und das dauert irgendwie deutlich länger, als ich dachte hier. Vor allem, ich habe null damit gerechnet, dass noch ein Kampf kommt. Ich habe mit einer coolen Farewell-Scene gerechnet, wie in den originalen Mystery Dungeon Teilen. Und dann noch mit einer Rückkehr. Kannst nicht mal, ich geb dir Crit! Scheiße, habe ich gerade gespeichert vor dem Kampf. Wenn nein und ich jetzt verliere, würde das mich belasten. Kommt schon was, warum sind überhaupt alle Pokémon hier? Das ergibt in keiner Form Sinn. Das ergibt es so in null Sinn. Reingeguckt. So ein paar XP noch merken, warum nicht? Boah, ich hab der Konfusion von Fußstrafe, aber ich soll mich schon aufregen. Es ist doch behindert. Jetzt stirb! Das wird dich auch nicht mehr retten. Danke. Anton kriegt mal wieder ein Level. Konfusion, Alter, das ist eine Psychokinese. Seit heute und hat sie benutzt. One Punch Man! Fucking One Punch Man! Also, ich dachte, One Punch Man wäre stärker. Nö. Franz, was ist los mit dir? Franz, wer bist du? Wow. Ich würde sagen, du wächst so, wie es mit Abstand am krassesten war. Franz hat verloren, Leute. Mann, ernst, das hier soll die letzte Folge werden, aber wenn das noch viel länger geht, ich kann hier nicht mehr lange aufnehmen. Ich habe heute keine Zeit, wir haben schon ziemlich spät. Ich habe gedacht, die Folge geht, wenn es schlecht läuft, nur 10 Minuten. Arg. Von welcher Seite muss ich dich ansprechen? Muss ich dich ansprechen? Kann ich nicht. Muss ich hier rein? Kann ich nicht. Hä? Rückblende sehen. Achtung, langer Text. Ja, mein Freund hat selbstlos verstanden, habe ich jeden Kontakt verloren. Macht mich auf die Suche, wo er verschwunden war. Niemand wusste, wo genau. Jeder glaubte, er sei tot. Aber ich glaube nicht auch, auch wenn
wie man zu Hause kein Hinweis war. Aber später ist was Unglaubliches passiert. So viele Menschen wurden vermisst und wird zurückgeschickt. Die meisten meinen, sie wären Dragon Joe. Von einem schönen Traum aufwacht, von zwischen einer Welt, der Freiheitsregiment war nicht darunter. Der Rainer zählt mir in seinem Traum kein Wesen von namens Pokémon. Also habe ich das ganze Internet versucht, um rauszufinden, was genau passiert ist, und entdeckt, was unglaublich ist. Der Pokémon-Manga mit einem Typen namens Ginji begann zu enden, und ich sah meinen Freund und mein Freund. Doch wenn jemand Zeit war, er nicht da. Verstand nicht, warum konnte ich als einzigen in diesem Manga sehen? Vielleicht gibt es eine Verbindung, also versuchte ich den Manga von Fragezeichen aufzutreiben. Hat nur 10 Jahre gedauert. Und dann war ich so glücklich, aber es kam niemand, der mich in die Welt holte. Ich wartete und wartete und hatte keine Verbindung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber dann gab es einen Schicksalsschlag. Ich wurde zu einer Party eingeladen, von Leuten, die ich nicht kannte. Ich ging einfach hin. Da war aber nur eine Person. Sie fragte mich, wir sind Freund von Fragezeichen-Man namens Martin, stimmt zu. Sie hat versucht, mich umzulegen. Der Mensch wurde zu Darkreis. Zersetzte, was verglückt sein. Und plötzlich wurde ich zum Blumander. Dachte am Pokémon-Platz auf, jeder kann mich unter dem Namen Glutgut. Darkreis war weg. Ich lebte 3 Tage lang da, wo Freizeit mal hingelangt ist. Dann bin ich jetzt im Knoblauchgeld hier lang. Aber vorher hat mir Lasseching von Shigi in der Stadt erzählt. Aber dort war Shigi und zwar nicht Fragezeichen mehr. Und dann bin ich hier gelandet. Genau vor Gaudern. Nun wird das nie erfahren. Mach dir keine Sorgen, der Pokémon. Also, was ist das? Du wolltest Pokémon vernichten, aber du hättest Gott vertrauen können, dass du die Pokémon, dass das Pokémon aufwachen kann. Was? Das soll ich jetzt glauben? Ja, ich wär schon tot. Wenn du immer noch nicht überzeugt bist, dann lass mich gehen. Warum? Warum ich? Junge, ich will das Spiel werden! Ey. Leute, sorry, aber ich muss die Aufnahme vor heute beenden. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es zusammenschneide, aber wenn die Folge hier heute endet, kommt drauf an, wie lang das nächste wird, dann ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn nicht, geht's gleich weiter.